plötzlich überall war, würde dann der Effekt nicht verpuffen? Ihr habt sicherlich mitbekommen, es gibt einen neuen Stromanbieter, der machte verstärkt Werbung hier auf YouTube. Und was ich mit dem zu tun habe und welche Fragen ich noch an den Geschäftsführer habe, das klären wir in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, und der ein oder andere von euch kann sich schon denken, die Rede ist von Voltego. Voltego ist mit einem großen Paukenschlag hier in YouTube aufgetaucht, hat Werbung auf diversen YouTube-Kanälen geschaltet und ich habe mich mit euch und den Kanalmitgliedern darüber unterhalten und da sind mir immer wieder einige Fragen aufgetaucht. Doch worüber reden wir hier eigentlich, damit ihr wisst, von wem ich hier spreche, falls ihr den noch nicht kennt, zeige ich euch mal kurz den Spot von Voltego. So, und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diesen Spot für Voltego produzieren durfte, aber schwafeln wir nicht so lange, sondern kommen wir zum Kern des Videos. Und da habe ich mir den Geschäftsführer von Voltego eingeladen, den Gregor, und damit ich auch höre, was der sagt, setze ich mir mal Kopfhörer auf und hallo Gregor. Ja, grüß dich, Steve, hallo. Ja, hi. Du bist der Geschäftsführer von Voltego und wie es bei uns auf dem Kanal üblich ist, würde ich sagen, stell dich doch mal kurz vor oder dich und Voltego mal kurz in drei Sätzen vor. In drei Sätzen? Wer seid ihr, was macht ihr? Was machen wir? Wir verstehen uns nicht als Energiehändler, als einen weiteren im deutschen Markt, sondern als Systemanbieter, den Kunden direkt an die Börse anzubinden, da wo Strom gehandelt wird. Und zu Stundenpreisen vollkommen digital, um die Kosten gering zu halten. Natürlich grün, keine andere Stromart vertreiben wir. Und das funktioniert nur mit einem digitalen Zähler. Das heißt, wir kennen auch bei Privatkunden im sogenannten SLP-Bereich, die das Nutzerverhalten und rechnen unsere Energie genau auf die Kilowattstunde am Ende des Monats ab. Es gibt keine Vorauszahlung, keine Abschläge, ganz einfaches System, dadurch preiswert von den Gemeinkosten und deswegen günstig. Ja, wir sind natürlich anders, weil man sich daran gewöhnen muss, dass Strom nicht zu jeder Stunde und zu jeder Jahreszeit gleich viel Geld kostet. So wie man das kennt im Lebensmittelbereich oder auch im Textilbereich. Jeder schaut, wann was günstig ist. Das ist eine Sache von Angebot und Nachfrage. Und bei uns ist Angebot und Nachfrage eben, ob viel Strom im Netz vorhanden ist oder wenig. Und das wird im Wesentlichen beeinflusst durch die regenerativen Energien, Wind und Sonne. Nur das handeln wir. Und insofern schwanken die Preise. Und wer das nutzen kann, ist da deutlich im Vorteil. Okay, da hast du ja schon ein paar interessante Schlüsselwörter fallen lassen, auf die wir ganz gerne eingehen möchten. Ich möchte ganz kurz sagen, wir machen ja jetzt hier kein klassisches Interview, wo es jetzt allgemein nochmal um das Angebot geht. Da hast du ja schon tolle Interviews, zum Beispiel mit dem Nino von Buzzing Dansei gemacht. Das Video verlinke ich euch mal hier oben. Und ich glaube, da sind eigentlich schon die größten Fragen erklärt, sondern bei uns soll es ja heute eben darum gehen, wenn man diese Interviews gesehen hat oder wenn man sich schon so ein bisschen mit euch beschäftigt hat, wo sind vielleicht noch so ein paar Fragezeichen offen? Wir wollen da so ein bisschen tiefer reingehen. Und da fiel der Community natürlich zuerst auf, dass Voltego plötzlich überall war. Und überall gefühlt auf vielen YouTube-Kanälen war euer Spot zu sehen und da war erstmal die Frage, was es damit auf sich hat. Warum wart ihr plötzlich auf einmal da? Vorher kannte man euch vielleicht nicht und auf einmal seid ihr überall. Ja, das System mussten wir erstmal etablieren. Wir sind jetzt seit 2 Jahren offiziell im Markt mit unserem getesteten System. Viele unserer Beratungskunden, wir kommen eben aus der Beratung, machen seit 15 Jahren Energieberatung. Haben uns dann entschlossen, diesen digitalen Energieversorger zu gründen
sind seit 2 Jahren im Markt und haben uns jetzt entschlossen, in diesem Jahr, nachdem wir wirklich guten Gewissens ein funktionierendes System anbieten können, über die Social Media und Kanäle der heutigen Zeit mal die ersten Gehversuche zu machen. Wo das enden wird, das weiß ich nicht, aber ich glaube, wir sollten am System bleiben und keine großen Kosten für Werbung in Funk und Fernsehen produzieren. Gutes setzt sich über die Communities am besten durch. Das ist unsere Überzeugung und es sind viele Kontakte von Kunden da, die natürlich viele Fragen dazu zu stellen haben, so wie du jetzt auch. Ja, und das führt mich direkt schon zu meiner ersten, und zwar ist ja euer System, ihr habt es ja, oder du hast es ja mit im Interview mit Nino erklärt, bei eurem System ist ja eben ein Smart Meter vonnöten, damit man ja eben genau weiß, zu welcher Zeit wie viel Strom verbraucht wird und damit es dann eben entsprechend zu den gegebenen Stundenzeiten abgerechnet werden kann. Und das, die Kosten für diese Messeinrichtung, nenne ich sie mal, bedingt ja, dass sich euer Tarif sozusagen erst ab einer gewissen Kilowattstundenzahl rechnet. Was gebt ihr da so ungefähr nochmal grob an? Kannst du da nochmal ganz kurz nochmal sagen? Ja, wir stehen natürlich im Wettbewerb, das ist klar. Man muss dazu wissen, was uns allen bevorsteht, uns Energienutzern. In den nächsten 5 Jahren bekommt jeder in Deutschland einen solchen Smart Meter, wobei der sich unterscheidet. Unserer ist intelligent. Intelligent heißt, wir kommunizieren über ein Gateway, was BSI-konform, kannst du dir vorstellen, was da alles hinterhängt an Datenschutz. Diesen Zähler rollen wir bereits jetzt schon aus. Das heißt, jeder, der ihn bekommt, wird ihn auch nicht mehr abgeben. Die Tarifierung dieser Zähler nehmen viele Netzbetreiber schon auch sichtbar auf den diversen Internetseiten der Netzbetreiber, machen sie abhängig vom Energieverbrauch. Auch das tun wir nicht. Wir nehmen klassisch einfach 100 Euro im Monat, nehmen keine Investitionskosten für den Verbrauch. Das heißt, jeder zahlt 8 Euro, ich glaube 33 im Monat sind es. Und ist damit zukunftssicher. Also, Entschuldigung, also 100 Euro im Jahr, ach, weil gerade eben hast du gesagt, 100 Euro im Monat. Ja, es sind 100 Euro im Jahr, ne? Macht 8,33 Euro. Ja, das ist wichtig. Okay, gut. Dieser Zähler kann natürlich in beide Seiten kommunizieren. Das heißt, wir messen nicht nur den Verbrauch, sondern wir können auch Daten kommunizieren. Das große Zukunftsproblem ist das deutsche Netz. Es gibt ja keine Alternative. So, und das muss besser gemanagt werden. Wann, wer, was braucht, auch das muss honoriert werden. Und diese Smart Meter sind wirklich intelligente Zähler, die wir verbauen. Die intelligenten, die seit Anfang dieses Jahres schon verbaut werden müssen, aber bei allen Stromnutzern steht das bevor. Insofern sagen wir auch ganz klar, dieser Zähler muss sich zumindest die Installation refinanzieren. Wer bei uns Kunde wird, behält den Zähler, auch wenn er bei uns wieder nach 1-2 Monaten aussteigen sollte, behält ihn für 2 Jahre. Aber er wird ihn nicht abgeben, weil er ihn danach sowieso braucht. Auch sein Netzbetreiber würde ihm dann einen intelligenten verbauen nach 2 Jahren. Insofern werden wir auch dort uns durchsetzen mit dem preiswerten Tarif von 100 Euro im Jahr. Das gibt es bisher nicht. So, und damit sich diese 100 Euro ja im Jahr sozusagen amortisieren, habt ihr oder hast du gesagt im Interview, dass sich euer Tarif sozusagen so ab 3000 Kilowattstunden im Jahr, wahrscheinlich eher 4000 Kilowattstunden, anfängt zu rechnen. Und nun habe ich mir da einige Kommentare unter den Videos angeschaut und da haben die Leute immer mal wieder reingeschrieben, naja, wenn ich jetzt bei euch auf die Webseite gucke, 3000 Kilowattstunden und das runterrechne, dann bin ich bei dem und dem Preis, dann komme ich irgendwo bei 31 Cent raus. Wieso haben die so einen hohen Strompreis sozusagen, Kilowattstundenpreis, wenn sich doch so bei dem Verbrauch ab 3000, 4000 aufwärts euer Tarif rechnet? Ja, das große Problem, was wir haben, ist, diesen flexiblen Stundenpreis zu kommunizieren und erst recht zu kalkulieren, denn das hängt ja immer vom persönlichen Nutzerverhalten ab. Wann verbrauche ich meinen höchsten Strom, wann verbrauche ich keinen Strom, kann ich die Spitzenzeiten umgehen, kann ich es nicht. Und insofern ist eine Kalkulation ganz schwierig und wir haben
in unserer Kalkulation den Durchschnittspreis aller Kunden zugrunde gelegt, den wir immer 6 Monate zurück neu kalkulieren und ins Internet einstellen. Im Moment liegt er bei 2,82. Wenn man die Preise 2021 sieht, werden wir natürlich höher in den Preisen sein. Und ganz extrem sind eben die Schwankungen von plus 5, 6 Cent zurzeit. Wenn man den heutigen Tag sich ansieht, haben wir Preisschwankungen von 7 Cent. Von minus 1 bis 5, 6 Cent. So, und die Frage ist eben, wann der Nutzer welche Strommengen benötigt, und daraus ergibt sich der Preis. Insofern schwanken die Preise. Wer es gut nutzen kann, wird auf jeden Fall darunter liegen. Ich kann nur sagen, seitdem wir seit 2 Jahren in der Versorgung sind, hat es bisher noch keine einzige Kündigung gegeben. Das kann ich mit Stolz sagen. Weil es eben eine Zufriedenheit vom Preis her, von der fairen Abrechnung her ist. Und die Kunden es sehr schätzen, dass sie mit ihrem Smartphone direkt auf ihren Zähler gehen können und in Echtzeit immer sehen können, wo die Verbräuche sind. Das schafft Vertrauen, wenn dann die Rechnung genau die Kilowattstunden widerspiegelt, die am Ende des Monats abgerechnet werden. Das heißt also, der Durchschnittspreis auf eurer Webseite, der resultiert sozusagen aus den Daten von Nutzern, die wahrscheinlich sehr gut ihren Verbrauch steuern können, sehr gut daran orientieren können, wann der Preis niedrig ist, und aber auch Nutzern, die das vielleicht nicht so gut können, ne? Ja. Und dadurch ergibt sich dann, okay. Du sagst im Interview mit dem Nino, dass es nur einen ganz kleinen Teil am Strompreis gibt, auf den ihr ja tatsächlich Einfluss habt. Also tatsächlich der Energiepreis selber und Steuern und Umlagen sind ja immer gleich hoch. Jetzt habe ich ganz oft den Kommentar gelesen, naja, wenn man da nur an den 5 Cent unten von 30 Cent etwas machen kann, dann lohnt sich das doch gar nicht. Dann lohnt es doch gar nicht diesen Aufwand. Ja, das ist richtig, wenn der statisch bleibt, der Preis. Aber wie gesagt, heute sind die Schwankungen 7 Cent. Ich habe da gerade mal drauf geschaut, sind 7 Cent von bis, je nachdem. Zum Beispiel ist der niedrigste Preis heute von 13 oder 14 Uhr bis 17 Uhr. Da gibt es 2 Stunden, die unter Null liegen, also negativ die Preise. Wenn ich dann dort darauf Rücksicht nehmen kann und da meine Hauptverbräuche habe, mein Auto lade, meine Waschmaschinen laufen lasse. Und das kann man mit unserem digitalen Zähler auch digital automatisieren, weil wir eine Schnittstelle bieten, die auch die Preise kennt. Das ist natürlich etwas in die Zukunft geschaut, aber da muss es hingehen. Wir reden von Energiewende. Ja, und insofern, wenn wir die Spitzen vermeiden, die ja Maß aller Preise sind, wenn alle Strom verbrauchen, wenn wir das reduzieren können, dann haben wir alle den Vorteil daraus, nicht nur ich persönlich. Und das führt mich dann zu einer persönlichen Frage, und zwar, wie gestaltet sich das Ganze? Ihr macht ja auf der Seite auch Werbung, dass ihr negative Strompreise auch an den Kunden weitergibt. Sagen wir mal, ja, der Preis ist bei minus 5 Cent. Wie gestaltet sich das? Sind die Steuern und Umlagen, werden die prozentual berechnet? Oder sind es feste Werte? Wie darf sich der Nutzer das vorstellen? Das sind feste Werte im Privatbereich pro Kilowattstunde. Das heißt, wenn ich minus 5 habe und 15 Cent mal das Paket Netznutzung und Steuern und Umlagen aufrechne, dann lande ich bei 10 Cent in dieser Zeit. So, wenn ich da natürlich diese Zeiten nutze, sieht der Preis am Ende des Monats eben im Durchschnitt anders aus. Und wie ist es, was ich auch so das ein oder andere Mal gelesen habe, wie ist es denn so mit den regionalen Unterschieden? Weil was wir immer wieder von den Nutzern hören, ist ja, dass denn der eine sagt, ja, in unserer Region, wir haben den teuersten Strompreis hier in Deutschland, und der andere sagt, na, wir haben einen relativ günstigen Strompreis. Wie ist es denn mit diesen regionalen Unterschieden? Spielt es bei euch auch eine Rolle, oder ist es auch abhängig davon, wo ich sitze? Ja, das spielt natürlich auch eine Rolle, da Bestandteile der Rechnung wie Konzessionsabgaben eben kommunal erhoben werden und sehr unterschiedlich sind. Der Strom ist bei uns im Preis bundesweit der gleiche Preis. Das heißt, ob ich in Schleswig-Holstein sitze oder auf Sylt oder in München, es ist egal, jede Lieferstelle bekommt den gleichen Lieferpreis der Energie. Nur die variablen Netzkosten, die schwanken deutlich, und Konzessionsabgaben. Und da sind auch oftmals die Nachfragen von Kunden, die mit Strom heizen, alte
Speicherheizung haben oder Nachttarife. Dort gibt es eine Subvention der Netzbetreiber im Netzbereich. Diese Netzkosten können wir nicht beeinflussen. Wir können nicht die Netzkosten senken, weil wir als bundesweiter Anbieter müssen diese Netzkosten zahlen und auch unseren Kunden in Rechnung stellen. Da ist dann oft der Vor- und Nachteil. Wenn ich aber dann mit Speichern zu Hause arbeite und diese Energie von den Kosten her in den günstigen Stunden speichere und die Spitzen vermeide, dann habe ich einen deutlichen Vorteil, gerade zu Zeiten, in denen Speicher auch in Verbindung mit PV-Anlagen subventioniert werden. Das muss man sich mal genau überlegen, ob man nicht eine solche Systeme etabliert, auch in Privathäusern. Wir kommen natürlich ganz klar aus dem gewerblichen Bereich und im gewerblichen Bereich kein Gewerbe denkt nicht im Moment gerade zur Zeit daran, in der Verbindung mit Ladeinfrastruktur sich Speichermedien anzuschaffen, um einfach zu günstigeren Zeiten Strom selbst zu produzieren. Sprich, wenn die Sonne scheint oder nachts vielleicht oder an negativen Stunden des Preises bei Überangebot auch den Strom selbst zu speichern, zu optimieren. Das ist ein bisschen so, als wenn der Privathaushalt sich auch die Tiefkühltruhe anschafft, um Angebote auszunutzen. Da muss die Reise hingehen, nach meiner Überzeugung. Jetzt kam schon auch in einigen Kommentaren die Theorie auf, wie ist das denn, wenn jetzt, sagen wir mal, ein Großteil der Deutschen plötzlich Voltego-Kunde ist. Dich würde das freuen sicherlich, aber sagen wir mal, die sind jetzt alle Voltego-Kunde und die können alle ihren Verbrauch beeinflussen. Und gehen halt alle auf die, oder ein Großteil geht auf die günstigen Strompreise. Würde dann der Effekt nicht verpuffen? Nein. Das verpufft nicht, weil das Gesamtniveau der Strompreise natürlich bestimmt wird von den Spitzen. Wenn die Spitzen wegfallen, das ist so, wenn ich eine Autobahn baue mit 2x3 Spuren und alle managen ihre Anfangsarbeitszeiten so, dass wir nur 2 oder 1 Spuren brauchen, dann brauchen wir die anderen 2 Spuren überhaupt nicht mehr zu bauen. Das kostet im Netz sehr viel Geld. Was uns belastet in Deutschland im Strompreis, ist nicht unbedingt der reine Energiepreis. Das sind die Netzkosten. Und mir geht es genau mit unserem Konzept darum, das Netz zu entspannen und nicht weiteren Netzausbau notwendig zu machen, wenn wir unseren Verbrauch alle managen würden. Und da uns das im Portemonnaie nicht zugutekommt, interessiert es niemanden, wann er fährt. Beim Autofahren vermeiden wir auch Staus und vermeiden vielleicht den Rush-Hour morgens. Wenn wir es können, tun wir es. Nur im Energiepreis findet das nicht statt. Und genau dagegen wollen wir angehen und die Möglichkeit der Eigenverantwortung, wann was verbraucht, mit dem Nutzer, gerade auch im privaten Bereich. Und das ist auch der wesentliche Grund, warum ich für mich entschieden habe, auch den Privatkunden dazu zu nehmen. Wieder die Eigenverantwortung zurückgeben, den Energieverbrauch sowie Lebensmittel auch selbst zu managen und zu verantworten. Das findet sonst nicht statt. Wir zahlen auch nicht an unseren Discounter einen monatlichen Festpreis und holen uns das an Lebensmittel, was wir brauchen. Wo soll das hinführen? Das ist vielleicht jetzt sehr politisch, aber das ist unser Motor, den wir hier alle, so denken wir hier bei Voltego, und das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen das auch für B2C-Kunden und nicht nur für B2B-Kunden, weil die B2B-Kunden sind alle sehr, sehr glücklich, wenn sie höhere Mengen haben, gerade wenn es über 100.000 Kilowattstunden aufwärts geht, ist das von einem sehr, sehr großen Vorteil. Und ich glaube, da ja die gesamte Energie in die Autos geht in Zukunft und auch in die Beheizung, Wärmepumpen, wir gehen alle, auch im privaten Bereich, in den Strombereich. Und dann wird es eben sehr, sehr interessant, den Strom so einzukaufen und nur mit einem Bruchteil, um unsere Kosten zu decken. Im privaten Bereich machen wir das gar nicht. Ab 5.000 Kilowattstunden geht das los, um einfach schlank zu bleiben. Aber der Kunde bestimmt letztendlich durch sein Konsumverhalten die Energie. Und das wird die Zukunft ganz stark bestimmen, meine Überzeugung. Gerade wenn jetzt der CO2-Preis-Bepreisung dazukommt, das wird das sehr forcieren. Okay.
Ich kann nur sagen, vielen Dank, Gregor, dafür, dass du nochmal so einen tieferen Einblick in euer, in das ganze Modell, aber auch in das Modell oder in die Zusammensetzung des Strompreises gegeben hast. Ich hoffe, für euch da draußen war das interessant. Und bevor wir aber Schluss machen, sage ich, wer jetzt ein bisschen verwirrt ist, nochmal der Hinweis, ein ausführliches Interview gibt's bei Nino vom Buzzing Dansei. Da erklärt Gregor nochmal das Gesamtkonzept. Ich wollte jetzt hier nur mal anschließen, eben auf die häufigsten Fragen, FAQ sozusagen, was ich so im Internet sehen konnte. Und Gregor, bevor wir Schluss machen, hast du nochmal die Gelegenheit, das Wort an die Community zu richten. Etwas, was dir auf dem Herzen liegt, wo du sagst, das ist dir nochmal wichtig, den Leuten nochmal mitzugeben. Ja, wichtig ist, sich mit unserem System einfach mal kurz zu befassen, ob nicht dort ein Vorteil besteht, weil mein Verhalten, meine Verhaltensänderungen kommen dann durch unser System allen zugute. Und das ist doch echte Community. Und deswegen schätzen wir auch die Community, die so affin ist wie alle YouTuber, die mich jetzt angesprochen haben. Insofern sind wir auch sehr bereit, jederzeit Auskunft zu geben. Wir sind auch kein digitaler Anbieter, der nicht erreichbar ist. Wir kommunizieren unsere Telefonnummer, man kann uns anrufen. Ich hoffe, dass wir allen Anfragen auch gerecht werden. Super. Dann sage ich vielen Dank für dieses nette Interview. Ich hoffe, gerne. Euch hat es, wie gesagt, gefallen. Es hat ein paar offene Fragen geklärt. Und ja, wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare oder richtet sie direkt an Voltego. Aber wenn sie unten in die Kommentare schreibt, dann werden wir die natürlich gerne beantworten, sofern wir die beantworten können oder reichen die weiter. Oder vielleicht guckt auch einer von euch mal, Gregor, da ab und zu mal rein und beantwortet da, wird sich zeigen. Ansonsten wünsche ich allen einen wunderschönen Tag und denkt dran, nicht vergessen, Kanal abonnieren, ist komplett kostenfrei und dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn es von uns für euch ein neues Video gibt. Und dann würde ich sagen, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat, dann ist aber ein Kommentarpflicht, was hat euch nicht gefallen, denn nur dann können wir besser werden und dann nur dann wissen wir, was euch nicht gefallen hat. Das gilt auch für uns. In diesem Sinne sag ich, siehste? Ja. In diesem Sinne sag ich danke und gerne. Tschüss, bis zum nächsten Mal.